Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Squad Mechanic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xav und sie ist unsere Xilin. Hallo, ey. Achso, oh, Entschuldigung, es war dein Kopf, gell? Ja. Ja, ich habe hier auf dem Kopf gell. Oh, spring nicht rein, oh Gott. Doch. Okay. Keine Panik, da ist doch nichts dabei. Nichts dabei. Hab doch mal einen Fallschirm nicht dabei. So, ja. Heute. Sky City. Ja, was? Ja, ist genau, Sky City. Ja, wir sind hier in Sky City. Heute wieder ein bisschen bauen. Was möchtest du denn bauen? Deine Dings weiterbauen? Deine Schienen? Ja, ich baue meine Schienenbahn weiter. Okay. Ich habe gedacht, da du das machst. Irgendwie. Bin ja schon mal gespannt, wann wir endlich mal Baumhaus und so anfangen. Ich könnte den Bach versuchen. Ich wollte doch letztes Mal ein Bächleiner. Sie will ein Dächlein bauen. Ein Dächleiner, ein Bächlein. Ein Bächlein, kein Dächlein. Wo lang? Da, wo ich runter wollte, steht jetzt eine Werkstatt. Tja. Du findest schon einen Punkt. Ich habe ja jetzt das Problem mit meinem Wegelchen hier. Das. Ja, die wackelt ein bisschen. So, jetzt passt wieder. Da war ein paar Kopie. Dass ich nur nicht so ganz weiß, wie ich das machen soll, damit der schneller ist, als man zu Fuß ist. Gute Frage. Das ist nicht schwer, aber das Problem ist, er haut immer ab. Einfach so. Naja, der fliegt halt. Er fliegt? Ja, der fliegt. Sorry, der aber fliegen. Der fliegt. Das war ja ein Blutmüll. Der ist so schnell. Da sagst du was. Ja, der Boden ist auch nur eine Schicht dick. Was ja an sich nicht schlecht ist, weil es weniger Ressourcen verbraucht dann. Aber dann kann ich zum Beispiel nicht irgendwie. Wären es zwei, hätte ich jetzt dann eine Lücke reingemacht und zum Beispiel Glas oder so rein für Wasser, aber das geht nicht. Das heißt, ich kann es eigentlich nur aufmalen. Das ist ja blöd. Und von unten nochmal was dran bauen wird auch ein bisschen schwierig. Oder. Hör auf! Lass mich denken! Hör auf! Au! Es reicht! Ich muss nachdenken! Kannst du so nicht denken? Nein! Absolut überhaupt nicht! Dann machen wir das mal weiter! Bitte nicht! Puh! Gleich kriege ich Aggressionen! Bitte, lieber Xarok! Sie betet. Na gut. Bitte. Okay, ich will nicht den Teufel beschweren. Gut. Den Teufel. Was ist denn? Was das ist? Das Nein. Bist du. Teufel. Solange ich nicht Menno sage, ist doch alles gut. Ach ja, wie mache ich das? Ich könnte. Nee, könnte ich nicht. Testen wir den mal. So, das meine ich. Denn hin? Ja, das ist ja das Nein, Problem. Nein, der fällt runter. Der ist voll aggressiv. Voll aggressiv. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das deichseln soll. So ist er schon mal nicht schlecht, ne? Da steht er hier so ganz chillig und ohne Probleme, aber. Wenn er jetzt Gas gibt, pass mal auf. Wim! Und ich bin immer noch schneller als er. Das ist blöd. Das geht nicht. Ich komme ja irgendwie nicht voran. Ich muss den schwerer machen. Anders da geht's nicht. So. Mach mal das mal so. Wo kommt denn das her? Hier gehört eigentlich nur was hin. So. Ja, also mach mal das hier einfach mal mit Metall und nochmal schwerer. Eine Klasse viel. Mach mal aus Mittelschwergewicht Schwergewicht raus. So. Schauen wir mal. Ja, es ist schon. Es ist besser.
Aber wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch zu Fuß schneller als das Ding da. Scheibenkleister. Ich habe eine wunderschöne Idee. Ich habe eine viel bessere Idee als diese hässliche Konstruktion. Ach ja? Ja. Okay. Thruster. Ich mache das mit Thrustern. Ich mochte es mit Thrusters. So, dann machen wir das hier wieder weg hier, diesen Klostein hier. So. Das ist doch eh viel besser, so, Ladies and Gentlemen. Dann nehmen wir jetzt hier Offroad-Stoßdämpfer her. Machen uns ein Löchle. Noch ein Löchle. Noch ein Löchle. Noch ein Löchle. So. Und dann. Ja, und dann, genau. Machen wir ein auf Babu. Was Babu? Ja, und machen hier so fette Stangen dann. Yeah. So. Genau. Dann brauchen wir natürlich wieder Bierrings. Oder wie manche sagen würden, Bierrings. Hast du doch auch gerade gesagt. Ja. Ja. Bierrings. Das ist ein beliebtes Wort. Bierring. Ich weiß gar nicht. Das ist halt der Ring, den man ums Bier macht. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Leute auf so einen absurden Begriff kommen. Bierrings. Ich weiß nicht, das sind dann die Leute, die auch zum. Weil der. Das schreibt man ja genauso wie. Du stotterst. Ja, lass mich stottern. Okay, gut. Ja, ich wollte. Das ist. Man, man schreibt es ja genauso wie den Bär auch auf Englisch. Und ein Bär spricht man auf Englisch auch einfach Bär aus. Aber viele sagen Bier. Aber das Bier ist nun mal das Bier. Das ist genauso wie im Deutschen. Ja. Aber das ist gar nicht so einfach, weil man immer vermutet, dass man das eben nicht so ausspricht wie auf Deutsch, wie man es vermutet. Also man vermutet, dass man es nicht ausspricht, wie man es vermutet. Also du verstehst schon. Ja, natürlich, kein Problem. Ich weiß, was du mir sagen wolltest. Dann ist gut. So, wo machen wir die Thruster hin? Könnten hier so. Nummer 1. Oha. Nummer 2. So, genau. Warum so viele Thruster? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja, keine Technik und so. Ja, ja gut. Wie soll ich das Ding sonst bewegen? Mit Muskelkraft. Oh, du schaff dir ein paar Arbeiter an. Das kannst du ja selber machen. So, okay. Und dann brauchen wir die hier oben natürlich auch nochmal. Liebe Leute. Ob das jetzt was Gescheites wäre, die weiß ich nicht. Ja, nicht. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Ich bin mir absolut unsicher. Echt? Ja. So richtig absolut? Absolut. Absolut. Okay, also so. Entschuldigung. So, okay. So, wir haben hier einen Motor, zwei Motor. So, wir machen jetzt hier Thruster 1, Thruster 2. Ist das richtig? Nein, das kann nicht sein. Was mache ich denn da? Ich dödel die. Ich muss das ja ganz anders da machen. Die müssen andersrum drin sein. Damit die nicht, damit der nicht schief wird. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe voll und ganz. Ich hoffe, man hört die Musik, sonst wird man denken, was zu hell ist. Ja, Musik. Ist mit diesem Xarok los? Ja, das denke ich mir nämlich gerade die ganze Zeit. So, genau. Also jetzt die hier. Die sind ja schon verbunden. Und die jetzt da. Da. Da.
Da, so. Das müsste gehen. Dadurch müsste er schön schnell sein, aber stabil. Testen wir das mal. So, schauen wir mal. Counter läuft. Vor allem, er hebt nicht mehr so ab. Genau, er bleibt schön gerade. Ja, das ist doch... Das klingt schon mal nach Erfolg. Das, und er ist schon mal... Oh, jetzt wurde er durch irgendwas gebremst. So. Warum bremst er jetzt so? Hör auf damit. Der war aber, das war schon mal nicht schlecht, aber warum hat er so gebremst? Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Stoßdämpfer geben, damit er nicht so sehr in den Boden verschwindet. Ja, genau so. So, der fährt schon mal darüber, ne? Wir erledigen unsere Geschäfte hier vorne. Ihh, nimm das Klo bitte. Okay. Oh, das ist jetzt falsch rum. Oh, das ist auch falsch rum. Hm. Schon wieder falsch. Mit was sieht es wohl besser aus? Mit dem anderen. Aha. So, genau. Also jetzt liegt der nicht mehr so hundertprozentig auf. Das ist wichtig. Er fährt natürlich in die Richtung. Schauen wir mal, ob er jetzt... Ob der Sensor das checkt. Ne, der Sensor ist jetzt... Ah doch, er hat es gecheckt. So, er fährt jetzt in die andere Richtung. Sehr schön. Aber er blockiert sich immer. Ich weiß auch warum. Warum? Die Reifen sind zu klein, liebe Leute. Achso, ich dachte schon mangelndes Selbstbewusstsein. Das wahrscheinlich auch. Wir haben hier dieses blöde Problem, dass die Reifen immer da so irgendwo hängen bleiben. Eine sehr unschöne Sache. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Und dann schauen wir mal, dass wir das noch optisch irgendwie schöner hinkriegen. Probieren wir es einfach mal mit grün anmalen. So, andere Seite natürlich auch. Ach, warum eigentlich nicht? So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ne? Ne, es ging jetzt zwar besser, aber der Boden ist halt nun mal nur eins tief. Ist halt so. Da muss man es halt so behelfen. Geht schon. Nein, jetzt ist das Dach abgefallen. Ups. Oh, Max auch. Hm. Menno. Würde ich sie jetzt sagen? Menno. Menno, Menno. Ach. Mensch. Hm. Es gibt ja. Hm. Mensch. Wie mache ich das denn jetzt? Mensch. Nimm mal hier jetzt einfach hier den Zipfel hier. Mensch. Ich hoffe, dass das hoch genug ist. Ja, wie soll das jetzt gehen? Ah, so. Zack, da ist es wieder dran. Wie romantisch. So, okay. Boing. Neuer Test. Durch die größeren Reifen ist er natürlich ein ganzes Stück langsamer geworden. Hey, was soll das, du Raudi? Aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch Thruster. Ach ja, und die einen Thruster sind ja auch aus. Weil es sich ja Uptown Girl benommen hat. Was? Uptown? Was hast du mit deinem Uptown Girl? Ich weiß nicht. Uptown Girl! Was möchtest du denn Uptown? Ich weiß es noch nicht. Ich finde dann schon was, wenn es drauf ankommt. So, dann machen wir die hier ja wieder dran. Ne? Und los geht's. Schauen wir mal. Oh ja, das sieht gut aus. Ja. Da fetzt er. Oh, ich hätte vielleicht mal den Lift schon mal stellen sollen. Ah, er hat angehalten. Wie schön. Ja, gut. Ist nur die Frage, wie lange das so hält, ne? Dass er da so drin bleibt.
Irgendwie. Ich weiß nicht, hat es ein Haltbarkeitsdatum? Nein, noch nicht. Noch nicht? Kriegst du noch eins? Boah, Sicherheit. Aber mit Sicherheit, was? Ja, mit Sicherheit. Achso, wie findest du das denn raus? Überfordere mich nicht jetzt mit solchen Fragen. So, machen wir das mal so. Also das war einfach mal ein bisschen gucken, dass wir mehr Gewicht drauf kriegen. Gewicht kann ich bieten. Ich weiß. Dass da einfach irgendwas ist, was sie nach unten presst. Können wir unten vielleicht noch eine Platte drauf machen. Die immer noch einzeln anmalen, die Dinger. Natürlich. Oder hat sich was geändert? Nee, gell? Nee. Schade. Nö. Oh, das schaut ja gar nicht mal so unsüß aus. Das hast du dir nachher dann mal anschauen. So, und vielleicht hier mit einer kleinen süßen Mauer. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, das könnte man vielleicht. So. So, es ist Halbzeit. Ich würde sagen, wir gratulieren mal ein paar Menschen. Ja, gratulieren mal. Gratulieren wir. Da sind zwei Leute, die sehr spät dran sind. Die haben also vor ein paar Tagen geschrieben, ich habe da und da Geburtstag und das war dann am nächsten Tag oder sogar noch an demselben Tag. Okay. Das war etwas sehr kurzfristig. Kurzfristig, ja. Ja, also nicht vergessen, Leute, nicht kurzfristig machen. Und zwar, der liebe Vater von Florian hat Geburtstag, er wird 58, glaube ich, hat er gesagt. Echt? Ja. Na dann, alles Gute. Alles Gute, der Vater von Florian. Happy Birthday to you. Oh je, der Arme. Der arme Mann. Der arme Mann, der arme Vater. Ach ja. Aber er hat ja noch den Florian. Gott sei Dank. Ja, und dann haben wir Mr. Lego. Happy Birthday to you. Und zwar haben die beide übrigens am 17.8. Geburtstag. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das wäre eine gute Idee. Wobei, die wissen, wann sie Geburtstag haben. Wahrscheinlich schon. So, und heute, wahrscheinlich zum dritten Mal, dass wir ihn gratulieren, Finlay Stern! Happy Birthday! Alles Gute! Alles Gute, ja. Stimmt, ja. Wir haben ihm so, du hast es irgendwie verplant und ihm zu früh gratuliert, gell? Ja, hab ich. Hast du. Hab ich. Hast du. Aber das macht ja nichts, lieber zu oft als zu selten. Ja, auch wieder wahr, aber im Vorhinein bringt ja angeblich Unglück, wobei ich glaube nicht dran. Dem Finlay bringt es kein Unglück. Was, im Filmen? Dem Finlay. Achso. Das war's. Alle Geburtstagskinder versorgt. Sehr gut. So. Schauen wir mal. Jetzt ist er natürlich sehr schwer geworden. Aber. Könnte passen. Schauen wir mal. Er gibt Gas. Ja, das ist halt. Man hat ja so eine wunderschöne glatte Fläche und trotzdem findet er immer irgendeine Lösung, um Kacke zu scheißen. Was? Ach, Mann. Um Kacke zu. Was denn sonst? Ja, wie weiß geht? Ich ja auch nicht, Mann. So, man könnte aber das so machen. Er drückt ja jetzt aktuell. Was drückt er jetzt aktuell? Kacke, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall müssen wir Stoßdämpfer ein bisschen weicher machen, damit einfach mehr Dämpfung da ist. Damit er besser drücken kann, wenn es also ja, genau, besser geht, wenn es weicher ist. Damit einfach hinten ein bisschen mehr Druck drauf ist. Okay, alles klar. Damit was geschoben wird. Also würde er jetzt aktuell schön stabil laufen. Schauen wir mal. Wir brauchen mehr Schrauben. Mehr Schrauben. Leute, mehr Schrauben. Ah. Eben mal dieses falsch herum. So rum oder so rum. Keiner weiß es so genau. Nicht? Nein.
So. Das Schöne ist, dass es jetzt schön hier so drüber ist. Ich kann das schön den Sensor aktivieren. Das Schöne ist, dass es schön ist. Mhm. Ja. Oh, das ist auch super hier mit dem Drandrücken. Jetzt müsste er gleich umswitchen. Eigentlich. Irgendwann mal. Jetzt brauche ich doch den Hammer wieder. Aber scheinbar tut das nicht. Nein, was soll ich denn? Blödsinn. Er tut. Ach so. Wie ist er denn da hoch? Okay, jetzt? Ich glaube, ich habe ein Leck. Hä? So. Das ist aber massiv. So, jetzt. Oh, dann brauche ich ja auch noch das Schweißertool. Man hat einfach immer zu wenig Platz. Ja, hat man. Man hat ja drei. Man hat ja mittlerweile. Ja, aber das. Ich weiß auch nicht. Ja, ich bin so schlau. Ich kann es einfach am Boden anschmeißen und ich mache extra Block damit. Wir sind ja hier nicht auf dem normalen Script Mechanic Boden, wir sind ja auf einem gebauten. Ja, genau. Boden. Ja, also das funktioniert gut, aber warum sind die Thruster? Hä? Die Thruster sind ja weiter. Ne, warte mal, hä? Warte mal, hä? Hä? What? Say what? What? Die sind doch genau an derselben Stelle. Oder täusche ich mich da jetzt? Ach nee, wahrscheinlich ist die Mauer nur hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ist auch eine Rose. Pink. So, fahren wir mal mit. Oder nee, lieber laufen. Dann kann ich ihn einfangen notfalls und ich sehe die Geschwindigkeit. So, weil in die Richtung haben wir ein bisschen mehr Thruster. Ja, da geht er ja richtig ab. Oha! Nicht zu schnell, Kleiner. Aber... Machst du Fortschritte? Ja, es ist rabiat, aber es funktioniert. Rabiat, aber funktioniert. Okay, das klingt schon mal nach was. So, jetzt wieder in die andere Richtung. Zack, Bimbo. So, dann müssen wir ein bisschen mehr Thruster Power geben. Oh, da muss man ja Angst haben, dass er gleich abhebt. Hm, was ist jetzt? Jetzt geht er wieder in die andere Richtung. Oh, jetzt geht er wieder in die Richtung. Okay, er konnte sich kurzzeitig nicht so richtig entscheiden. Also es ist rabiat, aber es funktioniert. Das so. Ist doch gut. Jetzt müssen wir das Rabiate, blöderweise, irgendwie auch noch hier drauf kriegen. Und dazu bringen, da irgendwie drauf stehen zu bleiben. Scheiße. Warte mal, man könnte das jetzt so machen, der geht dann hier so dran. Und will ja dann in die andere Richtung fahren, wenn er sich dann in die Richtung dreht. Fährt er in die Richtung, wieder rückwärts raus. Das würde ja passen, wenn er hier dann wieder reinfährt, dreht er sich wieder um, fährt wieder rückwärts. Wah! Ich werde hier fast überfahren. Schock. Leck mich weg. Nee, später. Leck mich weg. So. Okay, also das ist ja doch gar nicht mal so verkehrt. Aber da muss ich mal gucken, das war jetzt ein bisschen heftig. Das darf nicht passieren, dass der aus der Schiene gerät. So, genau. Es muss ja zwei Sensoren aktiviert werden. Jetzt gucken wir mal, wie in welche Richtung er dreht. Vielleicht müssen wir was ummanipulieren. Ah ja, er dreht sich so. Machen wir jetzt mal hier 9 Stiften. Damit er da hier hinkommt. So, genau. Um hier zu bauen, brauche ich jetzt dann einen sehr, sehr hohen Aufzug. Okay. Bau dir halt ein. Ach ja, also wie ich das kann. Warum denn nicht? So, genau, dann machen wir das hier eins breiter. Ich hoffe, dass das dann noch drehbar ist. Oh, oh, meine Nase kitzelt. Und 1, 2, 3. Hachi! Nee. Aber so wären die Schienen auch nicht schlecht. Da könnte ich sie höher machen. Sie wären viel sicherer. Hm. Das könnte man sich glatt überlegen.
So, jetzt tritt er sich ja in diese wunderschöne, ausgesprochen romantische Oh-Nein-Situation. Was Oh-Nein-Situation? Ja, ich hab was falsch gemacht. So, und sag mal hier die Mauer, die soll dann auf die Höhe hier gehen. So, also dass das genau so ist wie da. Okay, das heißt, wir müssen hier eine ganz andere Drehung reinbringen. Aktuell dreht er sich ja in die falsche Richtung, sprich, wir müssen ihn anders herumdrehen lassen. Das sieht ja lustig aus von unten. okay. So, dann müssen wir das hier noch wegmachen, sonst kommt er da nicht vorbei. Da hoch. So, hey, was ist denn jetzt los? Warum ist er denn jetzt so? Nee, das ist ja... Nein, das darf nicht sein. Jetzt hängt er auch hier. Ich hoffe, dass das dann geht. So, also er kommt da so hier so drauf, ne? So kommt er drauf. Und er muss dann so rüber drehen. Ach nee, dann... Wow, was war das? Müsste ja eigentlich passen, wenn ich jetzt hier die Mauer hinmache. So. So, testen wir das mal. Jetzt müsste er sich so drehen. Also er fällt hier so drauf, merkt dann so, oh, ich muss mich drehen, dann fährt er rückwärts wieder da raus. So müsste es klappen. So, manche werden jetzt wahrscheinlich sagen, Moment, Max Sauer, wenn du das so machst und dann fährt er wieder weg, dann ist er ja wieder in der Position. Ja, da habt ihr recht, das ist scheiße. Ihr habt recht. Da müssen wir was anders da machen, irgendwie. Wir brauchen ein... Ja, ein Safe. Irgendwie, also dass das... Ein Safe-Wort? Ja, so in etwa. Also wir brauchen so ein... Ja, an sich könnte man das ja rein theoretisch... auch einfach... Oh Gott. Ja, dann machen wir das einfach simpel und gerecht für Menschen. Wir machen hier... Nee, hier ist blöd. Hier ist aber auch blöd. Da müssen wir... Dann machen wir das hier hin. Da müssen wir nur aufpassen, dass man nicht als Person da dran kommt. Aber wir haben ja auch hier jetzt so in der Mitte der Balken, dann könnte man das vielleicht so machen. Das ist vielleicht noch besser. Das kann jetzt ja weg. Dass wir hier so einen schönen Dödel hinmachen. Das ist ein Dödel. Mhm, Dödel. Ich mach das jetzt mal so. Und dann hier, da kommt man auch nicht dran. Als Mensch. So. Genau. Und den machen wir einfach als Schalter. Also nicht als Knopf, sondern als Schalter. Machen wir Ton aus. Machen wir auf 2. So. Und, jetzt weiß ich natürlich nicht mal, wo der reingehört. Ist eigentlich wurscht. Der kann eigentlich hier direkt rein. Machen wir auf Xor. Geht der Timer los und er aktiviert das. Also sprich, testen wir das jetzt mal. Wir tuckern hier uns so einen ab, fahren hier rein, zack, Schalter wird aktiviert. Zumindest ist das der Plan. Oh. Ups. Upsala. Ja, was denn? Naja, ja, Grundlage abgebaut, ne? Grundlage. Die Grundlage ist die Voraussetzung für jegliches Dasein. Nein, Spaß. Okay. Ungefähr. Schilder. Ich muss sie wieder hinbauen. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Es geht immer noch nicht. Lalalala. Hä? Was ist denn mit dem Schalter los? Drehen. Hey, das habe ich ja noch nie erlebt. Was ist denn mit dem Schalter los? Der hat keinen Bock. Ja, das habe ich auch gerade das Gefühl. Der Schalter geht da rein und hat zu schalten, was das Zeug hält. Aber er macht nix! What? Wieso macht er denn nix?
Sind wir schon am Ende der Folge? Wir sind schon fast am Ende der Folge, ja. Krass. Not aber, bad. Hey, das kann doch nicht sein. Warum macht er denn nichts? Das ist eine gute Frage. Lieber Xarok. Hä? Schaut mal, das ist doch ganz seltsam. Das hatte ich ja noch nie erlebt. Der Schalter macht nichts. Hast du gerade einen Denkfehler? Nee. Und sind die Schalter nicht mehr oder was? Jetzt funktioniert er. Dann mache ich jetzt nochmal einen neuen hin. Das kann ja nicht sein. So. Das gibt's doch nicht. Warum geht denn das nicht? Darauf verzweifelt. Ja, aber echt mal, warum geht denn das dann nicht? Was ist denn da los? Hä? Ja, bin ich jetzt ganz deppert oder was ist denn das Problem? Warum geht. Ja, hier geht's. Hä? Gibt's doch nicht. Warum geht denn das nicht? Hier geht's. Hier geht's ja auch. Ich würde es dir ja so gerne sagen, aber. Ich weiß, dass du mir das gerne sagen würdest. So, schauen wir mal. Hm? Ja, jetzt geht's, glaube ich. Was war denn da das Problem? Schau mal. Jetzt geht's schon wieder nicht. Nein! Hey, kann er den weißen Block nicht sehen? Ich glaube, der kann den weißen Block nicht sehen. Hey, das ist komisch. Guck mal, wenn ich hier den Reifen, dann geht er. Mhm. Wenn ich aber hier den weißen Block hinmache, dann geht er nicht. Ach so? Hä? Keine Ahnung, vielleicht blendet in die Sonne, der sieht's wirklich nicht. Komische Sache. Ich hoffe, dass das dann geht, wenn der Zug da drauf fährt, weil. Hey, das hatte ich ja noch nie gehabt. Was ist, wenn ich zwei mache? Drei? Das gibt's nicht, das sieht er nicht. Wenn der Kram hingefallen. Oh, ist das seltsam. Also sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Nee, nee. Wo ist denn der Abfall hingefallen? Ist doch runtergefallen, wo ist es denn? Weiß keiner. Mysteriös. Dieses Spiel hat immer wieder eine Überraschung parat. So, oh. So, jetzt muss ich noch einen ganz kleinen Test machen. Einen ganz kleinen? Ja. So, also, der liebe Maximilian, so nenne ich jetzt den Wagen hier. Okay. Der viel zu groß geworden ist, aber das macht ja nichts. Schön nach links fahren, genau. So, er fährt jetzt hier drauf. Zack, bumm, bisschen rabiat, aber es hat geklappt. So, und der Sensor wurde ausgelöst. Er dreht sich um. Dreht sich um und fährt in die andere Richtung. Yeah! Sehr gut. So, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. So, weil der fährt jetzt dahinter, ne? Ein bisschen wackelig auf den Beinen. Vielleicht ist das eine Idee mit dem Rand als Dings. Dann kann man das schön doppelt machen. So, jetzt ist er da drüben. Ich meine, nur gerade ausbauen wäre ja einfach. Aber wir müssen ja hier auch eine Wendung haben in der Geschichte. Genau. Aber bitte eine positive. Ja, und jetzt kommt er hier angeschossen. Boom! Ja, Wahnsinn! So, er wollte sich ja drehen, aber warum hat er sich denn nicht gedreht? Wahrscheinlich. Ich hab's anders überlegt. Oh, jetzt fährt er wieder in die Richtung. Okay. Das macht aber nichts. Dann machen wir das jetzt auf 5. Weil ich glaube, dass der. Weil er dann wieder so ein Stück zurückgeht, ist der Sensor wieder deaktiviert worden. Was ist denn hier schon wieder? Da fehlt schon wieder ein Stück. Wir haben übrigens noch ein paar Leute zu grüßen, und zwar die Victoria! Hallo! Mein Bit! Dann die Tanja, Simon, Royana, Adrian, SXG! Oh, ich muss aufpassen. Und da parkt er ein.
Dann haben wir den Baum, Mike, Alexander. Oh, guck mal, es dreht sich. Und jetzt, passt auf. Ja, ich pass auf. Und zack. Oh, er fährt. Pass auf, es kommt Post. Als nächstes haben wir den Laris, den George und den Speed Ranger. Dann den Silas und den Monteman. Monty. So, es kommt Post. Es kommt Post. Ja, okay. Es funktioniert schon mal. Das ist gut. Ja, also die Technik ist ausgereift. Das könnte man, kann man so lassen. Aber ich muss noch schauen, dass er sicher entschieden bleibt und dass er wirklich schnell wird. Mich würde es noch interessieren, was du von meinem kleinen See hältst. Ja, ich laufe gerade schon. Okay. Wieso fährst du nicht? Ich weiß auch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, wahrscheinlich fährt er jetzt sogar wieder zurück. Weil er ja hier jetzt schon die Mauer hat. Aber es könnte sein... Ah, der Sensor wird aber nicht betätigt. So, dann... wie mache ich denn das? Es müsste eigentlich so einen An- und Ausschalter geben oder so. Zu. Dann machen wir hier halt so Stützen hin. Damit er nicht abhauen kann. So. 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 Oh. Ganz vergessen, hat er jetzt Thruster keine Räder. Vielleicht müssen wir dann mal noch gucken, dass wir irgendwie Schalter integrieren, damit man ihn deaktivieren kann. Weil so kann er ja jetzt fahren. Ich sichere mir den mal vorsichtshalber. So. Eine gute Idee. Ja, Wasser. Wo? Wasser? Wasser? Ja. Oh. Was ist das? Oh, das ist ja voll genug. Was sagst du, passt das? Ja, das finde ich gut. Ich muss dann nur da irgendwie von unten hochkommen, damit ich das Wasser nach unten bauen kann. Geht, das kommt man da dran an den Rand. Gut, aber nicht ewig. Aber ja, du kannst ewig gerne ein Stück nach unten bauen. Nee, das mache ich nicht jetzt. Nicht jetzt. Ja! Wuhu! Wir sind heute wieder mal erfolgreich und unterwegs. Sehr gut. Dann, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum... Nächsten Mal? Nächsten Mal. Bis jo. Tschüss. Tschüssi.